Das ist natürlich auch schade, dass das hier privat ist. Sonst würden wir das machen wie in der Hafenstraße früher. Wie lange ist das noch, ne? Meine Kultur mit Steine schmeißen, so würde ich mich wohl nicht beteiligen mehr, aber besetzen. Thank you.
auf den Platz, da können wir auch auf den Dach, da haben wir noch den Platz. Die kriegen da ein billiges Bier. Gut so, das ist doch toll. Jeder und alles und jeder. Das da unten an der Tanke ist der Dorfplatz, Mann. Das da unten an der Tanke ist der Dorfplatz, Mann. Euromaiden, das ist die etwas andere 1. Mai-Story. Eigentlich gehen wir so ganz weit zurück in die Geschichte. In die Zeit, als die Deutsche noch keine Tarifverträge hatten, als sie einfach freie Arbeiterinnen waren, als sie gucken mussten, wo ihr Geld herkommt. Und das wird heute hier so ein bisschen die Story sein. Wir reden hier vor allem über die Leute, die in meinen und auch in anderen Augen viel zu viel arbeiten müssen, um in der Regel viel zu viel Miete bezahlen zu müssen. So, und solche Geschichten, die gibt es auch in anderen europäischen Städten und Ländern. Und deswegen nennt sich das auch Euromaiden. So, und was wir hier ebenfalls gleich noch machen werden. Auf dem Dach, da haben wir noch viel Platz. Auf dem Dach, da haben wir noch viel Platz. Auf dem Dach, da haben wir noch viel Platz. Auf dem Dach, da haben wir noch viel Platz. Da können wir auch, da können wir auch, da können wir auch, da können wir auch, da können wir auch. Auf dem Dach, da können wir auch. Auf dem Dach, da können wir auch. Auf dem Dach, da können wir auch, da können wir auch. Du bist reif für die Insel. Hab ich gedacht, ey, super. Ich wollte unbedingt schon lange mal auf die Insel gehen und mich mal so richtig ausspannen. Und das ist ja auch das, was uns so ein bisschen versprochen wird. Geh doch immer auf die Insel, spann mal ein bisschen aus. Aber weißt du, was der neue Marc zu mir auch gesagt hat in den letzten Jahren? Ey, du kannst dir das gar nicht mehr leisten, da zu wohnen in St. Pauli, wo du schon seit 20 Jahren wohnst. Es ist nämlich immer alles teurer geworden. Alles wird immer teurer. Die Miete wird teurer, die Strom wird immer teurer. Wie viel soll ich denn eigentlich verdienen, dass ich mir das noch leisten kann? Da sagt der neue Markt, ja, geh doch auf die Insel rüber, da gibt's noch billigen Wohnraum. Und wisst ihr was, ich komme gerne mal rüber nach Wilhelmsburg und sag, hey, hallo, wie geht's euch eigentlich da? Wird hier eigentlich auch immer alles teurer? Könnt ihr euch das noch leisten? Oder sagen die euch, oder der neue Markt sagt euch, zieh doch noch weiter weg, weg von der Insel, geh an den Stadtrand. Weißt du, ich komme also gerne vorbei auf der Insel, aber nicht, um hier irgendjemanden eine Wohnung wegzunehmen, die er vielleicht selbst viel lieber hätte und behalten möchte. Und deswegen bin ich heute hier, um zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Ich kann sagen, im Moment habe ich jetzt noch ein ganz gutes Leben immer zusammen, aber ich kann euch auch sagen, das ist ein echter Kraftakt. Und ich bin heute hier, weil ich echt andere Perspektiven brauche als einen schönen Burnout oder wie das dann immer heißt. Und deshalb bin ich hier, um zu gucken, dass sich an kollektiven Lösungen irgendwie finden lässt, dass wir mehr vom Leben haben als arbeiten und uns vereinzelt mit unseren Sorgen rumplagen. Jeder entwickelt in seinem prekären Alltag Superheldenkräfte,
und es ging darum, diese Superheldenkräfte sichtbar zu machen. Finde ich ganz hervorragend. Und dieser junge Mann hat das eben wunderbar laut und lautstark deutlich gemacht. Weil wenn wir uns kein Gehör holen, dann werden wir auch nicht gehört werden. Und wenn wir nicht gehört werden, dann werden wir auch nicht die Dinge bekommen, die wir zum Leben und im Leben brauchen. Und deswegen möchte ich jetzt mal ausdrücklich hier mal für die ganzen Leute, die sich getraut haben, öffentlich zu sprechen, und das fällt vielen immer etwas schwer, einen extra Applaus haben, ein extra Lob, ein extra Dankeschön, dass sie etwas gesagt haben, dass sie nicht bereit sind zu zweigen, dass sie nicht bereit sind, die Dinge hinzunehmen, sondern dass sie einfach etwas sagen. Es ist ein Interview mit zwei Leuten, die aus Kolumbien gekommen sind. Und die sind aus einem ganz, ganz speziellen Anlass hier. Ihr kennt ja alle die Geschichte mit Moorburg hier, dass ganz viel Kohle gebraucht wird für dieses Kraftwerk. Und diese Kohle, die kommt aus Kolumbien. Und die Leute dort sind nicht damit einverstanden, wie diese Kohle abgebaut wird. Mein Name ist Aldo Raúl Amaya. Ich arbeite in der Kohleindustrie seit 27 Jahren. Cerrejón es la mina más grande de carbón a cielo abierto y laboramos en la actualidad alrededor de 10.000 trabajadores. Es ist die größte Kohlemine, die es gibt weltweit, und es arbeiten ungefähr 10.000 Minenarbeiter dort. Queremos igualmente que ustedes conozcan y estamos denunciando a nivel nacional e internacional las condiciones de salud en las que hoy vivimos los trabajadores que laboramos en el Cerrejón. Estamos luchando por una recuperación digna. Versuchen das international anzufangen, sind vor allem die Gesundheitsbedingungen, die der Kohleanbau für die unmittelbar angrenzend lebende Bevölkerung für Auswirkungen hat. Also wir wollen, dass das Rentenalter mit 55 eingeführt wird, weil die Arbeitsbedingungen einfach so krass sind, dass man vielleicht auch manchmal gar nicht sonst das Rentenalter erreicht, was eigentlich 65 ist. Kollege Aldo, was für eine Unterstützung erwartest du dir hier von uns? Por parte de grupos al margen de la ley. Venimos de realizar una huelga de más de 32 días. Seit 32 Tagen ein Streik gemacht. Wir stehen unter Todesdrohung. Wir werden einfach angerufen und dann wird uns gesagt, du bist auf der Liste und pass auf, wir wissen ganz genau, wo du hingehst und was du tust. Importante que por esa amenaza y porque no se cumple con la ley y las condiciones. Wir wollen sozusagen, dass hier in Deutschland bekannt wird, zu was für Bedingungen die Kohle, die hier hauptsächlich verwendet wird, produziert wird. Zu diesem Zweck wird es ja, ich glaube, am während des Hafengeburtstags, am 10. Mai, an den Landungsbrücken, soll eine Blockade mit Schiffen auf der Elbe stattfinden, um deutlich zu machen, wie die Kohle in Kolumbien aus dem Berg geholt wird, wie miserabel die Leute für diese Kohle, die sie da aus dem Berg holen, bezahlt werden. Und ich würde die Kollegin Denise gerne fragen, was bei Ihnen in der Community, in dem Ort, wo Sie leben, los ist, wie dort sozusagen sich die Lage aus der Mine niederschlägt. Por culpa de la minería, estamos siendo desplazados de nuestras comunidades. Estamos siendo muertos por la contaminación de la minería en nuestras comunidades. Wegen dem Minenabbau werden wir ermordet. Wir werden vertrieben. Ganze Gemeinden werden vertrieben. Flüsse werden umgeleitet. Wir werden bedroht. Wir sind krank. Que desde Alemania sigan apoyando los procesos de mujeres para defender nuestros derechos. Wir in Colombia, die Frauen, wir marschieren. Wir kämpfen um unsere Rechte. Wünschen wir, dass ihr euch auch mit unseren Kämpfen in Kolumbien solidarisiert. Vielen Dank. Stand up now, stand up now. You know the nigger song. Stand up now.
Aber wozu dieser Stress und die Hausdurchsuchung und der Staatsschutz? Habt ihr nichts anderes zu tun? Sag, wann hört das alles auf? Sag, wann endet dieser Krieg? Hier muss ich was ändern, denn dieser Song ist für dich. Ja, dieser Song ist für dich und was ich mache, ist hier richtig. Denn dieser Song ist für mich, wenn du gefangen bist. In diesem Asylantenheim wünschst du dir nur ein freier Mensch zu sein. Es gibt Menschen, die meinen, hast du nichts, bist du nichts, erfasst das nur Papier und sie verstehen es nicht. Es sind ja eine Reihe Leute aus Tunesien nach Europa gekommen, auch zum Teil im Rahmen von diesem Resettlement, also quasi, dass sie eine Chance bekommen haben, umzusiedeln. Aber jetzt ist es ja so aktuell in Hamburg, habe ich gerade kürzlich gelesen, dass ein Haufen Leute jetzt hier in Hamburg stranden, die aus Italien rüberkommen und versuchen hier Essen, Trinken, Schlafplätze zu bekommen oder so. Ja, also ganz legal und offiziell haben wir halt mit dazu beigetragen, dass halt immerhin im September 201 Flüchtlinge aus Shusha legal in Deutschland aufgenommen wurden. Aber Deutschland weigert sich halt, mehr Flüchtlinge in der Art und Weise aufzunehmen. Und ein großer Teil der Leute, die damals in Shusha waren oder die auch in Libyen waren, vor dem Krieg dort geflohen sind, sind eben nach Italien geflüchtet per Boot. Italien will die Leute auch nicht haben. Um die loszuwerden, haben sie sich jetzt ganz was Perfides ausgedacht. Sie haben den Papiere gegeben, zum Teil sogar Asylanerkennung oder Aufenthaltspapiere, Aufenthaltserlaubnisse und haben ihnen 500 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, ach, geht doch in andere Länder. Und in Nordeuropa, zum Beispiel in Hamburg oder in Skandinavien, ist das doch alles viel besser. Aber die Leute sind jetzt hier angekommen und die Hamburger Behörden behaupten einfach, nein, sie hätten mit denen überhaupt nichts zu tun. Sie hätten keine Verpflichtung, denen irgendwelche Sozialhilfe zu zahlen. Auf dem Arbeitsmarkt seien sie auch nachrangig zu behandeln. Und Wohnungen kriegen sie auch nicht. In diesem Asylant und Heim bist du der nur ein freier Mensch zu sein. Es gibt Menschen, die meinen, hast du nichts, bist du nichts, aber hast du doch wieder, sie verstehen es nicht. Ihr sollt jetzt alle rausfliegen, weil das Opernhaus Hamburg dort ein Hochregallager für seinen Fundus errichten will. Ja, wir empören uns sehr über das Eilverfahren, in dem beschlossen wurde, dass der Senat einen Antrag gestellt hat, dass dort ein Hochregallager gebaut werden soll auf dem letzten historischen Gebäudekomplex im Reiherstückviertel. Wir haben keinen neuen Platz, wir möchten auch keinen neuen Platz. Wir wollen dort bleiben, wo wir sind, weil wir diese alten historischen Gebäude sinnvoll nutzen und eine Abwertung darin sehen, wenn dort ein Opernfundus hingebaut wird. Auf der einen Seite haben die Kulturschaffenden die Kündigung zum 30.06. erhalten, die Gewerbetreibenden erst zum 30.09. Wir möchten mit dem Bürgerbegehren, das erste in Wilhelmsburg, erreichen, dass es eine Änderung des Flächennutzungsvertrags einfordern. Es geht nicht darum, dass wir in den Zinnwerken primär bleiben wollen, sondern es geht darum, dass hier ein Fundus herkommen soll, der diesen Stadtteil abwertet. Wir haben Durchbruch.
erstmal ein großes, großes Dankeschön für diesen dann doch recht langen Marsch, den wir durch Hamburg gemacht haben hierhin. Der Grund, warum wir heute hier sind, über den Eintritt, recht teuer. Eine super Sache ist ja, dass die Wilhelmsburger als Nachbarschaftsbetroffene nach einem bürokratischen Hindernislauf umsonst Karten bekommen können. Wir kommen jetzt heute einfach als Hamburger Bürgerinnen hier hin, wo wir finden, diese ganze Geschichte haben wir mitgezahlt. Da geht es ebenfalls darum, dass wir heute Eintritt frei haben wollen. Auf den Wiesen und Weiden, die ich kenne, stehen auch keine Bullen in den Gärten. Eintritt frei für alle! Hey! 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 Hey!
verschwenden. Hände vom Zaun! Jetzt geht's los. Oh, jetzt. Oh, oh, oh! Hey!